für den Stadtrundgang. Willkommen zum Stadtrundgang. Wir sind jetzt so langsam nach. Dann trinken wir ein Händchen hinterher. Wir haben doch nicht was gemacht. Gibt es hier jemanden zu sehen, der sich als verantwortlich zu erkennen gibt? Keine kollektive Meinungskunde damit. Keine öffentlichen Straßen, sondern nur Gehwege. Das ist genau das, was soll. Ein Stadtteilrundgang, ganz entspannt. Ja. Ganz ruhig, Stadtteilrundgang. Zurückbleiben. Wir laufen doch nur auf dem Gehweg. Ja, zurückbleiben, habe ich gesagt. Heute zurückbleiben, habe ich gesagt. Hier ist eine Polizeikette und bleibt zurück. Warum? Ganz einfach. Wir bleiben zurück. Wir wollen wirklich noch bleiben. Hey, check! Wir dürfen. Lass uns unsere. Das hier ist der erste Zwischenstopp. Hinter euch! Vielleicht versuchen wir es mal. Entschuldigung! Im Oktober war es ja wieder so weit, die neuen Erstsemester sind an die Unis gekommen und sind auf folgendes Problem getroffen: ein bezahlbares Zimmer zu finden. Die 3750 Zimmer in den Studentenwohnheimen sind schon lange überbucht. Das Studierendenwerk wird nun im zweiten Jahr in Folge eine Sporthalle bereitstellen müssen, um den Wohnungssuchenden wenigstens eine Notunterkunft bieten zu können, die zum ersten Mal Pech bei den Mietmarathons hatten oder sich schlicht und einfach keine 400 Euro für ein 12 Quadratmeter Zimmer leisten können. Ähnlich geht es Auszubildenden, deren Azubi-Gehalt bei weitem nicht mit den Hamburger Wohnungspreisen mithalten kann. Diese Dinge sind aber kein spezifisches Studierenden- und Azubi-Problem, sondern Ausdruck eines kapitalistischen Immobilienmarktes in einer Wohnungspolitik des Hamburger Senats, die einseitig die Interessen von Unternehmen und Vermieterinnen vertritt und damit alle Mieterinnen in Hamburg betrifft. Im nächsten Jahr wird Hamburg höchstwahrscheinlich in der 20. Sozialerhebung von offizieller Seite zur teuersten bundesweiten Stadt für Studierende erklärt. Dieser Umstand ist das Ergebnis einer Stadtentwicklungspolitik, die den Wirtschaftsstandort Hamburg im Wettbewerb der Städte voranbringen soll. Wohnraum ist mit Politik und Wirtschaft eine Kapitalanlage. Das Spekulieren mit Wohnraum ist gerade in einer boomenden Stadt besonders lukrativ. Zusätzlich lassen sich Leerstände von der Steuer abschreiben, wodurch sie für die EigentümerInnen noch rentabler werden, da eine in Aussicht stehende Aufwertung und Mietspiegelsteigerung zukünftig höhere Einnahmen erwarten lässt, was durch eine vertragliche Mietpreisbindung verhindert würde. Die Wohnungspolitik ist nahezu frei von bedürfnisorientierten Ansätzen und in Hamburg zeigt sich, was das für eine Realität schafft. Leerstand wird größer, Wohnraum unbezahlbar. So liegt die durchschnittliche Netto-Kaltmiete 2012 in Hamburg 8 Euro pro Quadratmeter weit über die Bundesdurchschnitt. Neuvermietung lag im ersten Quartal sogar bei einer Durchschnittsnetto-Kaltmiete von 11,10 Euro pro Quadratmeter. Hier machen wir da vorne noch mit zu und gehen alle an der Seite raus. Los, los! Polizeikette, links weg! Links weg! Links weg! Wie ihr alle gesehen habt, werden wir hier gerade von der Polizei aufgehalten, die der Meinung ist, dass hier eine Versammlung stattfindet. Dieser Meinung sind wir natürlich nicht, sondern was wir hier machen, ist ein Stadtteilrundgang und keine Versammlung. Wir sind gerade gebeten worden, hier einen Verantwortlichen zu benennen. Dafür gibt es aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund. Also Stadtteilrundgänge finden ja, wie alle wissen, tagtäglich statt, auf der Reeperbahn zum Beispiel auch zu unterschiedlichen Themen, ähnlich wie hier. Zusätzlich fallen jedes Jahr ca. 5.700 Wohnungen aus der Sozialbindung, was jährlich sogar zu einer Reduzierung von sozialem Wohnraum führt. Gleichzeitig wächst scheinbar paradoxerweise der Leerstand in Hamburg. Derzeit stehen bis zu 1.500 Wohnungen, 1,5
über 4 Millionen Quadratmeter Büroraum leer. Tendenz steigend. Wir finden, dieser Raum sollte genutzt werden und fordern deshalb eine Entkriminalisierung von Leerstandsbesetzung. Ja, ganz ruhig. Hey! Geh weg! Hey, ruhig! Naja, ein Stadtteilrundgang ist ja der Sinn, dass man an bestimmten Orten über Sachen informiert. Das ist was anderes als Kundgebungsbeitrag. Wie viele Teilnehmer haben Sie jetzt ungefähr? Na, gefühlt würde ich mal sagen 180 Teilnehmer. Auf den Gehwegen. Auf den Gehwegen. Machen weiter unseren Stadtteilrundgang. Ja, lass uns versuchen, bei einem Stadtteilrundgang möglichst eng zusammen zu bleiben. Ist ja nur eine Aktion, auch so eine Kunstaktion, so, aber schon so, also da, das ist jetzt mal eine private Sache, dass die uns da raus haben wollen und eben auch Hütte bauen wollen. Und ich meine, wo soll der Normalbürger denn hin? Im Wald darfst du auch keine Hütte bauen, das ist einfach so ganz viel krass ausgedrückt, ne? Einmal kurz anhalten und sagen, so, wir wollen los. Kommt mal, liebe Polizei, wir wollen einmal ganz kurz sagen, was wir machen wollen. Dann läuft das Ding komplett anders.
warum reden Sie nicht einfach mal mit uns? Das verstehe ich immer nicht. Wir rennen jetzt hinterher wie die Doofen, versuchen mit ihnen irgendwie in Kontakt zu kommen und die ackern hier über die Vorgärten. Das ist doch nicht in Ordnung. Wir können doch selber mit ihnen reden. Sie sollen, ich verstehe Sie nicht. Meine Tochter studiert irgendwo, wohnt sie, wir haben alle die gleichen Probleme. Das ist ein Kackthema, ganz klar. Und Sie sind völlig im Recht. Dann lassen Sie uns das gemeinsam sauber überlegen. Alles ist so an. Wir sind gerichtlich mehrfach dazu verurteilt worden. Das ist Zweifelsfall. Da von der Versammlung aus. Also dann gibt es jetzt eine Versammlung. Genau. Also genau. Alles klar. Dürfte ich von jedem einiges klar haben? Ausgedrückt haben. Ja. Er hat gesagt, solange Sie sich in dieser polizeilichen Maßnahme befinden, mögen Sie das Abflattern erstmal lassen. Ich will keinen Verantwortlichen haben für diese Demonstration. Das ist für mich keine Kunst. Das ist eine klare demonstrative Aktion. Okay. Da ich hier niemanden habe, der sagt, ich bin hier der Leiter dieser öffentlichen Versammlung, können wir das Ganze jetzt beenden. Wenn das Ganze abreißen. Wenn, dann möchte ich auch straight bleiben. Ich sehe das hier als demonstrative Aktion, deswegen beende ich das jetzt. Wenn ich jetzt, da ich auch keinen Versammlungsleiter habe, den ich für eine demonstrative Aktion brauche, um das hier eventuell vielleicht noch kurzfristig aufrechtzuerhalten, aber so machen wir das nicht. Ich bin auch gar nicht böse, aber ich muss zumindest klar in den. Ich muss mich neutral verhalten. Wollen wir uns mal kurz einen Rat sagen und Ihnen dann mal unsere Meinung sagen? Können Sie gerne machen. Ich werde dennoch damit anfangen, dass wir das jetzt beenden. Ist nicht böse gemeint, aber so ist das Spielchen. Okay. Bin ich hier echt der falsche Ansprechpartner, um derartige politische Probleme anzugehen und zu lösen? Okay? Wir stehen jetzt an der ersten Station des Stadtteilrundgangs. Dieses geschichtsträchtige Haus an der Straße Leichtgraben 37, da auf der Straßenseite, war bis 1942 ein jüdisches Waisenhaus, worauf auch die Stolpersteine auf dem Fußgängerweg erinnern. Nun steht seit einem Jahr ohne bekannten Grund das Haus leer und verfällt. Allen NutzerInnen ist 2011 gekündigt worden. In Hamburg stehen hunderte Gebäude leer, die trotz akuter Wohnungsnot nicht genutzt werden. Stattdessen wird mit diesen Gebäuden spekuliert. Das prangern wir an. Gebäude bleiben extra leer, damit der Marktwert darum herum steigt. So wird eine künstliche Wohnungsnot geschaffen. Die Mieten und Grundstückspreise steigen. Viele leerstehende Gebäude werden bewusst nicht geheizt oder vermietet, damit sie langsam verfallen und man dann eine Genehmigung bekommt, das Gebäude abzureißen. Dann kann man auf dem Grundstück teurere Wohnungen bauen. Dieser Aufwertungsprozess findet schon seit Jahren in Hamburg und anderswo statt. Im Zuge dieser Entwicklung haben Menschen mit geringerem Einkommen immer größere Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. So passiert es gerade beispielsweise auch in Altona in der Breiten Straße. Der Eigentümer hat das Haus mehrere Jahre leerstehend gelassen, das Haus verfällt langsam und jetzt hat er das Recht bekommen, das Haus abzureißen. Leerstand zu Wohnraum, Mietenwahnsinn stoppen. Das scheint eine andere Einheit zu sein, die noch nicht bekommen hat, dass wir bei einem Stadtteilrundgang sind und dass wir begleitet werden. Mal gucken, ob die Einheit das irgendwann mal weiß. Wir sind gespannt. Da war ja ein Kollege, der hat uns da hinten schon eine halbe Stunde aufgehalten. Wir sind jetzt wohl dazu gezwungen, das hier anzumelden. Das ist eine Ansage der Polizei, dass sie das eben nicht als Stadtteilrundgang hier akzeptieren würden. Es ist jetzt so, dass wir also eine offiziell angemeldete Versammlung sind. Das Gute daran ist, wir gehen dann einfach dann auch wirklich auf der Straße. Wir können auf jeden Fall dann auch unsere politische Meinungskundgabe freien Lauf lassen. Also das Rufen von Parolen ist auch kein Problem mehr. Die Polizei hat zugesichert, dass sie jetzt gleich alle uniformierten Kräfte abziehen wird. Wir werden nur am Anfang von Verkehrsleitkräften begleitet und die Polizei hat zumindest behauptet, dass sie von sich aus sich dann auch optisch zurückhalten wird. Wohnraum ist keine Ware, sondern öffentliches Gut, das wir zum Leben brauchen. Wohnraum muss dem profitorientierten Markt entzogen und allen Menschen zur Verfügung gestellt werden. Platz zum Wohnen ist in Hamburg schon jetzt unerträglich teuer. Doch der stetige Mietanstieg wird ohne unser Zutun überhaupt nicht zu stoppen sein.
Hier hat sich gerade merkwürdigerweise eine Polizeifest vor diesem leerstehenden Haus aufgestellt. Dieses Haus steht seit Mai 2011 leer. Es gab Anfang dieses Jahres einen Antrag auf Abriss des Hauses. Das ist aber gerade ein bisschen unklar, weil es in diesem Gebiet eine... Man könnte das Haus nämlich einfach den Leuten zur Verfügung stellen, die hier in dieser Stadt verzweifelt Wohnungen suchen, damit dieser Leerstand endlich mal beendet ist. Wir brauchen keine neuen Eigentumswohnungen und wir brauchen auch keine teuren Luxusmietwohnungen, sondern wir brauchen endlich mal langfristig gesicherten sozialen Wohnungsbau und endlich demokratische Bestimmung von Mieterinnen und Mietern. Das heißt, wir brauchen die Vergesellschaftung von Wohnraum. Wir finden es hier eine Katastrophe, was die Polizei hier in Hamburg macht. Es ist so wie immer, hier werden Stadtteilrundgänge oder Demonstrationen immer wieder gestört. Unter rechtswidrigen Bedingungen. Das ist ein Skandal, das sieht man wieder heute hier. Da muss sich endlich was tun. So nicht! Und wieso ist das ausgerechnet im öffentlichen Bereich verboten jetzt, Ihrer Meinung nach? Das klären Sie bitte mit meinem Vorgesetzten. Jetzt befinden Sie sich auf Privatgelände. Gemäß Betreiber können Sie hier sein. Wäre das öffentlicher Raum, würde ich Ihnen jetzt einen Platzverweis erteilen. Wenn Sie jetzt noch weiter abflattern, ja, wir stellen das fest, würde ich Sie aber möglicherweise in Gefahr sein. Das wollte ich Ihnen nur ankündigen. Finde ich doof, will ich nicht. Seit Anfang der 70er Jahre stand das Gebäude leer. Die Wasserwerke haben dann versucht, den Turm zu verkaufen. Ende der 90er kam dann die tolle Idee auf, den Wasserturm in ein Hotel zu verwandeln. Gegen diesen Plan gab es regen Widerstand. Anfang 2005 begann dennoch die Bauarbeit für das geplante Mövenpick-Hotel. Der heilige Kündigung ist tot! Häuser besetzen sowieso! Das ist jetzt hier der nächste Stopp. Auf der nächsten Seite gehen wir Köder von Bank und Bundesverwaltung. Was natürlich auch ein sehr unglücklicher Zufall war, war jetzt im Winter diesen Jahres bei den Bauarbeiten die Brandmauer eines leerstehenden, entmieteten Hauses zusammengekracht ist und Köhler und von Baden schnell veränderte Tatsachen geschaffen haben und gleich das ganze Haus abgerissen haben. Das Haus steht seit 2 Jahren leer. Das ist entmietet worden mit dem Plan, dass es luxussaniert wird. Wir haben da andere Ideen. Wir finden, dass da nämlich die Leute rein sollten, die in Hamburg dringend Wohnungen brauchen und die sich keine teuren Wohnungen leisten könnten. Deshalb, das Haus soll da ganz schnell vergesellschaftet und Wohnungssuchenden zur Verfügung gestellt werden. Guck mal, selbst die Polizei kann sich kein anständiges Gebäude mehr leisten. Play from hip-hop, basmo, through to Italian melodic house and techno music. The last hour is instead closer to our club DJ set. I hope you will enjoy our essential mix. Ganz ruhig. Diese Vereinigung, Kündigung ist los.
Häuser besetzen sowieso! Im Moment steht die Polizei hier zwischen den Aufzügen. Das liegt an der Freiheitsberaubung, wie wir hier gerade erleben. Also die haben das nicht anerkannt, dass es sich um einen Stadtteilspaziergang handelt und irgendwann wurde die Gruppe gezwungen, eine Versammlungsleiter zu benennen, die Route anzugeben. Das hat alles tierisch viel Zeit in Anspruch genommen, ist aber bisher friedlich geblieben. Warum die sich jetzt nicht treffen dürfen, die beiden Gruppen, ist mir völlig schleierhaft. Sie waren teilweise ein bisschen rigide. Ich durfte zum Beispiel mit meinem Abgeordnetenausweis nicht durch die Polizeikette, aber dann kam ein neuer Polizeiführer, dann hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Das war eine Gruppe von Polizisten, die etwas aggressiv waren. Aber sonst ist alles ruhig geblieben. Es geht um studentischen Wohnraum. Da gibt es riesige Probleme. Viele Studierende stehen auf der Straße bzw. müssen bei Freunden übernachten. Die Studierendenzahlen steigen und der Wohnraum kommt nicht mit. Und das ist wirklich ein dramatisches Problem für viele Studierende, die jede Woche irgendwo woanders wohnen und gucken, dass sie überhaupt eine Wohnung haben. Da muss dringend was passieren. Ich könnte aber auch voll, weil das ist beautiful heißt. Keine Beleidigung. Hier wird jemand, der eine Mütze mit AK gedeckt. Juristisch ist es nicht justiziabel, weil es eine Kollektivbezeichnung ist, nur wenn sie individuell beleidigt wird. Bei Neuvermietungen werden inzwischen teilweise Mieten verlangt, die über 60% über dem Mietenspiegel sind. Wenn das so weitergeht, dann wird irgendwann niemand mehr in diesen Gebieten wohnen können, der kein Großverdiener ist. Das finden wir eine Schweinerei, deshalb fordern wir eine Mietpreisdeckelung bei Neuvermietungen, die deutlich unter dem jetzigen Durchschnitt ist. Stört zum Bettallee. Ein Hauch von dem Gedanken, der auf der Elbe schwebt dahin. Vielleicht setzt er die Siegel und kommt, das wär verrückt. Und bringt den armen Leuten ihr Eigentum zurück. Hey, oh, aus Beton, jetzt baust du dich davon und baust am Sylter Strand eine Burg im Sand. Da wollen sich die Monsokratie in der Hafen City Kolonie mit unserem Geld durch die Ironie. Werden 14 Wohnungen und ein Ladengeschäft abgerissen, um sie durch 8 Neubauwohnungen zu ersetzen. Zusätzlich hat Herr Schäffler ein Grundstück hinter diesen historischen Bauten und das Nachbargrundstück gekauft. Und die Stadt hat total vergessen, den Verkauf mit Auflagen zu verbinden, zum Beispiel dort sozialen Wohnungsbau hinzusetzen.
dieser Tag war insgesamt für uns nicht so erfolgreich, weil die Polizei mit massiver Repression unsere Stadtteilrundgänge unterbunden hat. Sie verhindert, dass es so abläuft, wie wir uns das vorgestellt haben, sodass wir Demonstrationen anmelden mussten. Schlaflos macht mich vor allem, dass wir hier demonstrieren müssen gegen den Mietenwahnsinn und die Wohnungsnot, dass wir als Studierende auch selbst noch mit dafür sorgen müssen, dass hier irgendwie Wohnraum geschaffen wird oder dass da viele leerstehende Wohnraum genutzt wird. Wohnungen vergesellschaften und damit dann auch mal Besetzungen legalisieren, damit Studierende, Auszubildende und andere Leute in prekären Wohnsituationen wieder sozialen Wohnraum haben. Dass die Stadt Hamburg sozialen Wohnungsbau weitaus mehr fördert. Zum Beispiel werden die Studierendenwohnheime in Bayern mit 25.000 Euro beim Bau pro Platz gefördert. Das ist eine Praxis, die wir eben auch hier in Hamburg uns wünschen. Bei einer so reichen Stadt kann es nicht angehen, dass so wenig Sozialbau tatsächlich existiert. Ich bin aktiv in Hamburg beim AStA und mache da viel Öffentlichkeitsarbeit. Gerade zum Anfang des Semesters sind viele Studierende jetzt zu uns gekommen, die eben keine Wohnung gefunden haben oder nur sehr teure Wohnungen gefunden haben. Ein bisschen schade, dass wir unsere Stadtteilspaziergänge nicht machen konnten, dass wir schon früh von der Polizei gestoppt wurden. Und obwohl wir geplant hatten, Stadtteilrundgänge zu machen, zu erklären, was hier los ist in Hamburg und Leerstand aufzuzeigen. Leider wurde heute kein neues Wohnheim eröffnet, aber vielleicht in den nächsten Wochen. Die Polizei war sehr unsportlich, obwohl sich das als Stadtteilspaziergang organisiert hat und eigentlich keine Demonstration sein wollte. Das heißt, auf Gehwegen und ohne Transparenten unterwegs war, hat die Polizei die beiden Züge aufgestoppt. Den einen etwas verspätet, erfolgreich, aber letztendlich auch dazu genötigt, eine Versammlung anzumelden. Ich wollte jetzt noch mal was zu dem Objekt hier sagen. Das haben wir vor 2 Jahren, fast genau Anfang November 2010, angezeigt als Leerstand. Natürlich immer gesagt, wir würden gerne über den Sachstand informiert werden. Grundsätzlich werden wir nie als Mieterverein über Sachstände informiert. Wir zeigen es zwar an. Sie wissen auch, Sie müssen es denn irgendwie bearbeiten, weil eine gewisse Öffentlichkeit dahinter steht. Aber dann ist der Datenschutz plötzlich wieder das Argument, der Datenschutz des Grundeigentümers. Leider sind 2/3 aller angezeigten Leerstände immer noch leer. Das ist aus unserer Sicht ein Unding. Wir haben über 300 Wohnungen angezeigt, Wohnungen, von denen wir in der Regel davon ausgegangen sind, dass die sehr schnell wieder bewohnbar wären. So war es vor 2 Jahren auch bei diesem Objekt. Hier ist denn im letzten Winter nach uns bekannten Gerüchten hier offenbar nochmal ein Wasserrohr geplatzt, als wir alle über die Alster gegangen sind, die mal endlich wieder zugefroren war. Da passiert natürlich dann das in leerstehenden Objekten, was dann immer passiert. Wenn man dann Wasser in den Leitungen hat und das nicht beheizt, dann platzen überall die Rohre. Und das ist natürlich nie Zufall, wenn das in leerstehenden Objekten passiert. Danach ist das ja offenbar dann als unwirtschaftlich bewertet worden, die Sanierung. Und jetzt stehen wir hier, um den Erhalt zu verteidigen gegen die Neubaupläne. Selbstverständlich braucht die Hansestadt Hamburg nicht eben diese Wohnungen, die hier angekündigt werden, mit Quadratmeterpreisen um 14 Euro netto kalt. Die kann man sich mit normalen Gehältern in dieser Stadt nicht leisten. Was diese Stadt braucht, das sind preiswerte Wohnungen, die dürfen nicht mehr als 6 Euro netto kalt kosten. Und davon brauchen wir verdammt viele. Es werden in dieser Preislage in Hamburg aber nur ca. 1.000 pro Jahr gebaut. Wir bräuchten 5.000 bis 6.000 jährlich, damit wir irgendwann hier nicht mehr demonstrieren müssen gegen die Lage am Wohnungsmarkt. Und einer der Skandale ist natürlich in der Zeit, wo diese Wohnungen nicht gebaut werden, wenn hier Objekte leer stehen. So, und deswegen finden wir es skandalös. Auch die SPD hat damals sich unserer Kampagne sehr schnell angeschlossen, auch versprochen, das Wohnraumschutzgesetz entsprechend zu ändern, sodass das wieder ein schneidiges Gesetz wird. So schneidig, wie man sie beim Falschparken erwischt, so schneidig wollen wir, dass Leerstand verfolgt wird. Da muss ein Bußgeldbescheid ratzfatz kommen und da muss was passieren. Leider hat die SPD es nur versprochen. Weder sind die Behörden bis jetzt bestärkt worden an Personal, noch ist das Gesetz nach unserer Kenntnis wirklich jetzt durch alle parlamentarischen Läufe durch. Faktisch existieren die Leerstände in Hamburg nach wie vor. Und wir können nur alle Menschen auffordern, zeigen Sie die Leerstände an, machen Sie sie öffentlich, treten Sie die Behörden auf die Füße. Bei der Wohnungsnot, die wir in Hamburg haben, und das weiß jeder, ist ein Leerstand ein Skandal. Und fast jeder Leerstand hat nur eine einzige Ursache. Nach Zeitablauf soll diese Wohnung für deutlich mehr Geld vermietet werden oder das ganze Haus soll abgebrochen werden gegen deutlich teureres. Zumindest gibt es nie ein Interesse an Leerstand, wenn man die Wohnung wirklich vermieten möchte. Wer sie vermieten möchte, wird sie sofort los, auch relativ runtergekommene Wohnung, weil Menschen einfach im Moment ziemlich verzweifelt auf der Suche sind. Das heißt, zeigen Sie das an, problematisieren Sie das und machen Sie vor allem weiterhin bitte Druck mit uns allen zusammen dafür, dass der Senat die Voraussetzungen schafft, dass endlich
zahlreiche preiswerte Wohnungen gebaut werden. Wir haben in Hamburg über 1 Million Quadratmeter Leerstand an Büroflächen. Es gibt in Hamburg auch immer noch spekulativen Leerstand mit Wohnraum. Gleichzeitig sind aber Tausende von Menschen auf der Suche nach einer Wohnung und werden aus ihren angestammten Vierteln verdrängt. Wohnen darf nicht länger eine Ware sein. Wohnen muss ein Menschenrecht, ein Grundrecht sein. Das lohnt sich doch, wenn man sich diese Gebäude mal ansieht und wenn man das Sonstige ansieht, was hier so insgesamt zu sehen ist. Es lohnt sich dafür, dass sich Leute dafür streiten, dass diese Häuser hier erhalten bleiben. Es lohnt sich, weil diese Häuser günstiger sind als diejenigen, die danach gebaut werden. Und es ist eine Frechheit, wenn die Sozialdemokraten sagen, dass wir ein Wohnungsbauprogramm, weil das, was danach hier gebaut werden soll, das sind weniger Wohnungen, als die ja jetzt zur Verfügung stehen. Und deswegen ist das nicht eine Geschichte von Wohnungsbau, sondern das ist eine Geschichte für diejenigen Immobilienspekulanten und ähnliches und nicht für die Leute, die hier wohnen. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass wir das alles nicht richtig hinkriegen. Und dass es manchmal so anstrengend ist und so schwer. Ich will euch einfach mal sagen, ich habe hier in der Nähe gewohnt. Und damals, das ist ungefähr jetzt 30 Jahre her, da sollte da, wo hier jetzt vierspurig sind, sollte eine sechsspurige Autobahn, Stadtautobahn durch Hamburg stattfinden. Die sollte hier längs gehen, da hinten an der Hafenstraße gebaut werden. Und wir hatten damals den ersten Streit in dieser Stadt darum, dass wir gesagt haben, wir können uns so etwas überhaupt nicht vorstellen und was soll das? Und es war so, dass sie gesagt haben, ihr altertümlichen Leute, die autogerechte Stadt braucht das und sonst gibt es keinen Fortschritt. Wir haben uns durchgesetzt, die Autobahn ist nicht gekommen. Unter anderem hängt damit auch zusammen, dass die Hafenstraße geblieben sind. Und wir hatten damals auch das Gefühl, wir fangen ganz klein an und trotzdem haben wir uns durchgesetzt. Und heute sind alle froh, dass wir uns durchgesetzt haben. Und deswegen sollten wir uns auch hier an dieser Stelle anstrengen und uns durchsetzen. Wie ja, schön, ja, das Gesicht, blühe Haare, grau, wie ja, schön. Hallo liebe Nachbarn, gegen den Abriss der breiten Straße 114, 116 hier bei euch um die Ecke. Der Investor, der soll gehen. Breite Straße bleibt bestehen. Was denkt man denn so, wenn das jetzt so leer steht? Dass das bewusst daraufhin spekuliert ist, das einfach verfallen zu lassen, um eben irgendwann neues Bauland hier zu schaffen. Kennen Sie denn selber Menschen, die Wohnungen suchen und keine finden? Ja, mein Sohn zum Beispiel. Der ist jetzt gerade 18 geworden, möchte sich natürlich lösen von zu Hause und sucht dringend eine Wohnung. Und da eben halt nicht so sehr viel Geld verdient, bräuchte er eine bezahlbare Wohnung. Wir sind alle tief traurig, dass man unsere Gründerzeithäuser einfach so abholzen will. Wir schaffen das, wir packen das. Die Altona lassen uns hier unterkriegen von den Bonzen da oben. Okay, das war's.